Willkommen in Cara Nui. Freut mich, dass du in meiner Welt vorbeischaust. Lass uns mal losgehen. Wir befinden uns gerade irgendwo in Deutschland, aber viel wichtiger, draußen an der frischen Luft. Ein guter Ausgleich dafür, dass ich sonst ziemlich viel Zeit drinnen vor der Kamera oder an meinem Laptop verbringe, um Inhalte für meinen YouTube-Kanal zu produzieren. Was da so bei rumkommt, schaut es euch an. Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Hi! Hi! And welcome back to my channel und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Heute gibt es ein veganes Food Diary. Und wir beide drehen heute zusammen eine Lebkuchenhaus-Challenge. Ist es eine Challenge? Treten wir gegeneinander an? Jeder Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann Knochenmark- bzw. Stammzellenspender werden. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Das Buch heißt One of Us is Lying. Da wird schon auch viel mit Klischees irgendwie gespielt. Gleichzeitig ist es auch relativ inklusiv und modern in der Hinsicht, dass es zum Beispiel auch queere Charaktere gibt. Jetzt höre ich Exit Racism und ich glaube, es ist unter anderem deshalb so gut, weil sie auch ein Anti-Rassismus-Coach ist. Denn heute geht es um das Thema Feminismus, wie Sie auch hier schon erkennen können. Today's video is really exciting. I'm going to upcycle old clothes. Und zwar werde ich heute meine Haare spenden. Nach langem Warten ist es endlich soweit. Die ersten Gebärden. Gleichberechtigung, Solidarität, Frieden. Was denkst du, warum sind Songs so eine gute Form des Aktivismus? Noch viel lieber nehme ich die Kamera aber mit nach draußen, um meine Erlebnisse zu dokumentieren. Ich glaube, dass den ZuschauerInnen das so gut gefällt, weil ich grundsätzlich die Dinge positiv sehe, aber ihnen auch sage, wenn mir etwas nicht gefällt. Diese Authentizität schätze ich persönlich sehr an anderen Menschen und verkörpere sie deshalb auch selbst mit voller Überzeugung. Die Abreise aus Melbourne ist erfolgreich geglückt. Ich bin in einem kleinen Tourbus mit ganz vielen netten Leuten. Wir befinden uns vor dem Suncorp Stadium bei einem Rugby-Spiel. Und ich flippe so ungefähr aus. Ich bin gerade 2 Stunden mit dem Zug von Sydney nach Katoomba gefahren. Das hat mich sage und schreibe $3 gekostet. Wenn ich mir überlege, was man in Deutschland für die Distanzen bezahlt, das ist echt unglaublich und jetzt bin ich einfach im Nationalpark. Vor der Kamera stand ich schon immer gerne, einfach weil das so einen Spaß macht. Mittlerweile beschäftige ich mich aber auch gerne mit gesellschaftlich relevanten Themen. Mich interessiert, was die Menschen antreibt, was ihre Geschichte ist, wo ihre Ideen herkommen. Ob es dabei jetzt um Feminismus, die Umwelt oder die LGBTQIA+-Community geht, das sind meine Lieblingsthemen. Aber spannend kann es überall werden. Mein Ziel im Leben ist es, so viele Sachen auszuprobieren wie nur möglich, neue Sprachen zu lernen und einfach meinen Alltag so zu gestalten, dass ich richtig gerne darauf zurückblicke. Dafür muss man nicht immer unbedingt besondere Orte bereisen, aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, möchte ich das auf jeden Fall machen. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Die Zeit auf YouTube hat mir einige coole Erfahrungen eingebracht. Jetzt bin ich aber bereit für den nächsten Schritt. Wenn du dir mich also als Moderatorin für dein Projekt vorstellen kannst, dann melde dich doch einfach bei mir. Wir hören uns!